Er ist ein 10 von 10 Typ, aber er trägt Skinny-Hosen. Eine 6. 6, okay, so schlimm. Jack and Jones ist für Larrys. Hey, du kannst dir deine Freunde auch gern grüßen. Ich grüß dich, Malice. Malice. Jawohl. Jawohl, erst. Wie viel gibt euch der Papa so zum Fahrtgehen? Also monatlich krieg ich so 3000 Euro, das reicht halbwegs aus. Wieso? Kurz mal dich präsentieren. Ja, okay. Also ich bin Juliana, 16 Jahre alt und ich hatte noch nie einen Freund. Geht's los? Ja, ja, der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, bevor es überhaupt losgeht, wird da im Hintergrund schon gestritten. Wir haben den perfekten Spot gefunden. Wir sind heute im Wiener Prater und schauen uns heute das Publikum des Wiener Prater Doms an. Die Gäste vom Wiener Prater Dom sind bekannt dafür, naja, einzigartig zu sein, würde ich mal sagen. Und wir werden heute die Mädels und die Burschen befragen, welcher Style bei ihnen überhaupt nicht ankommt. Ich bin sehr gespannt, welche Gestalten Menschen wir heute treffen werden. Und bevor es losgeht, nicht vergessen, Freunde, bald ist es soweit, die neue Kollektion von M&M Insomnia endlich für euch zum Pre-Drop verfügbar. Es wird alles folgen, also bleibt auf alle Fälle gespannt. Jetzt nicht länger quatschen, let's go, schauen wir uns die ersten an. Wir sind vom Chiemsee. Aus Bayern. Ah, deutsche Partie, na sicher. Alle gemeinsam, habt ihr eine Fahrgemeinschaft gegründet oder was? Oder 9-Euro-Ticket? Fahrgemeinschaft, Hashtag Westbahn, Ticket. Du bist die Betrunkenste von allen, oder? Wie findet ihr so den Style von der Anna? Krass. Also echt so eurer Vorstellung entsprechend. Ja. 10 von 10 Girl-Style so. Ja. Okay, das heißt, du würdest die Anna. Auf jeden Fall. Ging noch nie was? Nee, wir haben es früher gehasst. Weil? Kann ich die coolste Story erzählen? Das war so, ich bin in der 4. Klasse hergezogen. Und dann wurde ich früher. Und dann musst du schon mal denken, Türke mit blonde Haare. Was ist denn das eigentlich? Du bist ja. Türke? Ja. Oh, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Imagine, er hat blaue Augen. Und dann hat sie mich immer mit ihrer Brotzeitdose geschlagen. Und das weiß ich bis heute noch, die war rot. In der roten Brotzeitdose also ist mir hinterher gerannt. Oh, seid ihr die Neuen? Na, du nicht. Ich wollte gerade sagen, die WU-Studenten. Ja, aber ich bin gerade. Wo habt ihr den gefunden? Und ja, wir haben ja, auch, unter der Brücke. Wie alt seid ihr? 16. Geht's hier im Bratertum jetzt? Ja. Kommst du auch rein? New Kids on the Block, Alter. Mit Rucksack und Jogginghose willst du im Bratertum? Rucksack ist Bier. Ach so, ja. Und die, der Jogginghose? Ja, die Jogginghose war eine dumme Entscheidung. Wie alt seid ihr? 18. Ihr geht's heute in den Prater-Dom. Ja. Warum Prater-Dom? Gibt's da die feschersten Burschen? Nein. Nein? Warum geht's dann hin? Unsere Freunde sind auch heute da. Sind die fesch? Ja. Sind auch Burschen dabei? Ja. Haben die einen nicen Style? Es gibt was, Schlechtes. Okay, was ist ein nicer Style für euch? So Baggy-Hosen vielleicht. Baggy-Hosen? Okay, also Skinny geht gar nicht? Nein. Er ist ein 10 von 10 Typ, aber er trägt Skinny-Hosen. Eine 6. 6, okay, so schlimm. Boah, Skinny Jeans. Skinny Jeans. Du bist schon der Zweite, der sagt, Skinny Jeans geht gar nicht. Lederleggings sind eine Katastrophe. Oh, Lederleggings geht gar nicht. Jogginganzüge, ganz schlimm. Das ist auch schlimm, ja. Das Schlimmste ist, ein schwarzes T-Shirt, wo ein Anzug drauf gedruckt ist. Da gibt es einen so einen Aufbau tatsächlich. Ja, okay, das geht gar nicht. Ja. Was ist mit so Badehosen, die wie Lederhosen ausschauen? Oh, ist auch schier. Wir müssen mal kurz die Marke spanken. Fear the Society. Mhm. Ist von einem Kumpel von, Homies von uns. Okay, okay. Also wirklich? Die Perlenkette, die ist natürlich Standard, oder? Mittlerweile bei den ja, Jungs. Die ist von meiner Oma, ja. Von deiner Oma? Ja, safe. Wirklich? Der ganze restliche Badger Monogram. Schmuck ist auch von meiner Oma. Crazy. Das hast du noch am Grab aus ihren leblosen Händen entrissen, oder hat sie dir das so weitergegeben? Nö, die hat mir das einfach so gegeben. Wie heißt du? Naub. Naub? Nahum. Nahum. Genau. Okay, perfekt. Bist du gerade unterwegs zum Fortgehen, oder? Nein, eigentlich nicht. Okay, nur zum Verchecken im Prater. Nein, auch okay. Was müsste deine Freundin anziehen, dass du instant sagst, ich verlasse dich? Nackig auf der Straße würde nicht okay, gehen. Okay, das wird nicht gehen. Solange okay. sie nicht aufreizend ist. Solange sie nicht zu aufreizend ist? Genau. Also dein Mädel darf sich nicht zu aufreizend anziehen? Für mich stört es nicht, aber ich habe Freunde, denen es stört. Die stört das? Also da dürfen die Freundinnen nicht freizügig herumlaufen? Was mein Abturn ist, ich finde Skechers ganz schlimm und Jack and Jones furchtbar. Jack and Jones ist für Larrys. Ja, absolut. Voll. Also wir haben heute eine Strumpfhose zerschnitten. Ihr habt, das ist eine Strumpfhose. Ja. Ja, nicht schlecht. Dreh dich mal. Ah, ja, sehr gut. Hose extra locker, oder wie? Was ist mein Kameramann für ein Geier? Was ist denn da? Bitte du auf TikTok gepostet? Ja. Nein, auf YouTube tatsächlich noch. Wir sind noch am älteren Format, aber Ausschnitte davon können eventuell auf TikTok recycelt werden. Warum hast du eine Krone auf? Ich hatte gestern Geburtstag. Dann solltest du heute keine Krone mehr aufhaben, oder? Ja, aber es ist so schwer zu tragen. Und du kriegst sie nicht mehr runter. Okay, perfekt. Ja. Was trägt deine Freundin so gewandtechnisch, klamottentechnisch? Puh,
Nike, sehr viel Nike. Sehr viel Nike? Weil Air Force, weißt du, Air Force? Nein, da unten rum trägt sie Jordans, das ist immer Jordans. Okay, ja, Jordan 4 und so weiter. Jogginganzug, siehst du, Jogginganzug, Lifestyle Girl. Okay, das stört dich nicht, wenn ich jeden Tag Jogginganzug anhabe? Find's nice? Ich find's nice, jeden Tag einen anderen. Ja, okay. Ist egal. Das wäre blöd, wenn sie jeden Tag der gleiche wäre. Das ist dann ekelhaft. Sie ist eine 10 von 10, aber sie trägt nur Jogginghosen. Und zwar nicht die schönen, sondern diese grauen von Footlocker. Die sogar 0 von 10. Okay. Wenn es ihr taugt, immer noch 10 out of 10. Okay, also das stört ihr nicht, dass sie jeden Tag Jogginganzug anhat? Nein, aber wenn wir irgendwo draußen sind mit so erwachsenen Eltern von uns oder sowas, dann trägt sie Jeans, Leggings, sowas. Aber ah, Leggings dann. Okay. Diese Jeans-Leggings da, was die Weiber da tragen, ich weiß ja nicht, was deren Arsch fett macht, auf jeden Fall. Ach so, okay, also deine Freundin hat in den Jeans-Leggings einen fetten Arsch. Ja, fetten Arsch, aber auch andere. Du kannst dir deine Freundin auch gern grüßen. Ich grüße dich, Malis. Malis. Jawohl. Jawohl, erst. Für was? Pratertum. Genau, vielleicht noch. We love Vienna Prater. Malis. Was wäre so perfect fit für dich? Wo du sagst, boah, da kann ich gar nicht widerstehen, scheiß auf die Freundschaft, ich will mehr. Er kann mir nur so ein Netzoberteil tragen. Ah, okay, so ein bisschen durchsichtige Ware. Hat er den Body dafür? Zeig mal kurz ja. Her. Das lasst sich das Bratadom-Publikum nicht zweimal sagen. Ladies and Gents, der kleine Bruder von David Lengauer. Was an seinem Körper macht dich am meisten an? Kannst du es mir zeigen? Nein, du musst einfach in seine Augen schauen. Ah, du schaust natürlich gerade nur in die Augen. Okay. Okay. Was sind so eure Jungs, wo ihr sagt, das ist der Style, den ihr gut findet? Street-Style. Street-Style, okay. Also Skinny Jeans in deinem Auge. Das sagen alle. Jeder sagt Skinny Jeans. Also mittlerweile ist das im letzten Dorf auch angekommen, sogar im 22. Bezirk, man trägt keine Skinny Jeans mehr. Ja, das haben wir anscheinend verstanden. Es kann aber wieder cool kommen, Leute. Es kommt schon wieder die New Wave. Aber deine Hose ist auch voll krank. Die ist voll krank, oder? Die ist schon echt krank. Man sieht meine Beine gar nicht. Aber ich schwöre, die ist schon echt krank. Dankeschön. Ich finde eure Hosen auch sehr cool. Mopedunfall, oder? Nein, da unten ist Mopedunfall. Wir haben du hast wirklich ein Mopedunfall. Du hast was am Knie. Ich weiß, ich habe es aufgeschmissen und wie hast du das gemacht? Mopedunfall. Hier ist dein Mopedunfall. Die Kette, die schaut wirklich aus wie ein Unfall. Seid ihr zusammen? Beste Freunde. Beste Freunde. Warum hat es nicht für mehr gereicht? Weil es einfach nicht mehr ist. Geht einfach. Oha! Ihr wart mal zusammen? Nein, da ist einfach nicht mehr. Es gibt keine Bindung. Auch nicht, wenn ihr betrunken seid oder so? Nein. Noch nie? Nein. Ihr würdet es aber eigentlich, wäre es eigentlich ganz cute zusammen. Schön. Ja, bitte. Jetzt nehmen wir einen Bussi. Schau, wie es überlegt hat. Sicher geht da was. Also da ist das Geld vom Papa drin, oder? Ja. Ja, wie viel gibt euch der Papa so zum Fortgehen? Also monatlich, Real Talk. Also monatlich kriege ich so 3000 Euro, das reicht halbwegs aus. Was? Ja. Okay. Ihr seid wie alt? 17 geworden, 15. 15? Ja, du darfst sowieso noch nicht fortgehen, oder? Nein. Weiß deine Mama, dass du da bist? Aber sowas halbwegs. Grüß mal deine Mama und sag Entschuldigung. Hallo Mama. Hallo Mami. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, wir waren ein bisschen rumfahren. Und trotzdem habt ihr euch angesoffen? Ja, davor. Okay. Wo wart ihr da? Zu Hause. Wohnt ihr zusammen? Also, nein, im Apartment. Wir haben ein Apartment gemietet. Ihr habt euch ein Apartment gemietet. Nein, meine Mama und mein Sohn sind dabei. Das ist Bullshit. Dein Sohn? Du hast einen Sohn? Ja. Wie alt ist der? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Okay. Er ist süß. Okay. Was macht er beruflich? Er kackt gerne in die Windel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat's was gemeinsam, oder? Sausage, ja. Ich finde, du hast einen sehr offenherzigen Style. Ja. Es ist auch Sommer, es ist auch relativ warm. Wenn das jetzt deine Freundin wäre, würdest du dir ihr erlauben, so herumzulaufen? Nein? Ich wollte die Frage einfach ganz dreist stellen. Er sagt direkt nein. Okay. Das heißt, du würdest echt deiner Freundin sagen, du darfst du nicht raus? Er regt sich, ich bin seine beste Frau und er regt sich sogar auch bei mir. Wirklich? Ja. Was ist ein absolutes No-Go neben freizügiger Kleidung bei Frauen? Gute BHs. Was für BHs? Rote BHs. Ist das ein BH? Nein, wir haben Stress mit so einem Mädchen, der einen roten BH anhat. Okay, wie heißt sie? Kimberly. Okay, Kimberly, reiß dich zusammen, ja, okay? Ja, Kimberly, reiß dich zusammen, du fickst mit meinem Ex. Oha, Kimberly. Fick nicht mit ihrem Ex, okay? Stabiler Fit auf jeden Fall. Da haben wir nochmal einen nicen Gürtel. Ich berühre sie dienstlich. Der ist von meiner Mom, ja. Bro, hast du schon gechillt? Ein bisschen, ja. Ja, okay, hab ich mir was gedacht. Moped-Ausbruch. Ja, und da hat sich beim Target aufgeschmissen. Ah, bist du so eine, die so am Target da tanzt? Natürlich. Er steht. Dreht sich auch. Eine Twerk-Session war das. Du twerkst am Target da? Zeig mal. Kannst du uns das kurz mal zeigen, wie du das machst? Dann darfst du dein Instagram pluggen. Ich hab kein Insta. Wieso nicht? Schau, ich kann es sogar beweisen. Ist das dein Freund im Hintergrund? Naja. Ja. Naja. Nicht mehr, oder? Hallo Nico, was ist das? Hast du auch einen Freund? Nein. Nein, also du hattest noch nie einen Freund?
bist du? Kurz mal dich präsentieren. Ja, okay. Also ich bin Jariama, 16 Jahre alt und ich hatte noch nie einen Freund. Boah, Leute, wie ist dein Instagram? Di.ariana. Ich fand das so krass, wie du die ganzen anderen Larrys immer so zur Sau gemacht hast auf deinem YouTube-Kanal. Du hast die so dermaßen hops genommen, gell? Und ich saß davor und dachte so. Ich habe jetzt Ärger bekommen, weil ich den Miguel Pablo hops genommen habe. Ja, das darf er nicht, der hat. Volles Nago, Alter. Da habe ich ziemliche Shitstorm kassiert. Nein, ich war voll auf deiner Seite. So. Das war so witzig. Nein, das darf er nicht, er hat Psychosen. Muss man natürlich unterscheiden zwischen YouTube-Persönlichkeit und. Ja, aber trotzdem, ich entschuldige mich. Trotzdem, übrigens, Miguel, es tut mir sehr, sehr leid. Ja, wurscht, da mache ich ein extra Statement zu Hause. Ja, wirklich kurz ernst. Solltest du in der Lage sein, nach Wien zu kommen, bist herzlich eingeladen, sei mein Gast. Als Entschuldigung lade ich dich ein. Auf meinen Nacken komm vorbei. Komplettes Outfit von oben bis unten wird von mir bezahlt. Ja, Leute, spannende Charaktere haben wir heute auf jeden Fall wieder getroffen. Waren lustige Leute dabei. Wenn ihr es witzig fand, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wer für euch der Beste war. Was ist ein No-Go bei Frauen und bei Jungs für euch, was die Klamotten betrifft? Und lasst mir ein Like da, wenn es euch gut gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Unbedingt gespannt bleiben, die neue Kollektion von M&M Insomnia. Bleibt dran, Leute. Schaut, was euch da zu erwarten hat. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian.